Warum soll ich ins Museum gehen? Ich kann mir die Bilder auch im online angucken. Moin! Frühsport's angesagt. Ich muss erst noch mein Set fertig machen. Frühs bin ich da überall ein bisschen aufgekratzt. Oh, man sieht ja heute mal ein Stückchen vom Bildschirm, ne? Ja. Ich habe heute mal die Windows-Kamera an. Wupp, wupp. Kein OBS. Naja, mal gucken, ob das hier, wie das hier mit dem Mikrofon ist, ne? Keine Filter dran und nicht. Naja, gut. Ja, ich gehe gleich duschen. Und ja, 7:19 Uhr, das heißt, ich muss heute noch einiges tun, ne? Bin gerade dabei, so ein bisschen, ja, die Bude aufzuräumen, so ein bisschen Frühjahrsputz zu machen und so. Und ja, das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ne? Beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Hallo, John. Ich wollte ja auch mal wieder draußen ein Video machen. Ja? Draußen ein bisschen rumwuseln und so, aber das Wetter ist shift ständig und wenn ich da mit dem Handy oder anderem Equipment rumlaufe, das macht natürlich jetzt auch nicht so voll Sinn. Ne? Am Ende geht das so noch kaputt. Muss nicht Sinn. Die Technik von heute ist ja empfindlich wie ein Baby. Ja. Vollkommen aus der Zeit gefallen, hä? Ja, jetzt matsch ich auch noch, ich Hohlkörper. Warum wisch ich überhaupt? Ist doch gar nicht hin. Ne, echte Mal, hä? Weißt du, letztens erst den Schreibtisch aufgeräumt, ne? Gesaugt hier, die ganzen Flusen und so, gewischt und alles Mögliche. Ich setz mich hin, schwupps Kaffee, ne? Plopp. Ich brauche wirklich so ein kleines Bällchenbad für mich, ne? Wo ich dann frühst von einer vollbusigen Pflegerin reingesetzt werde. Und die vollbusige Pflegerin, die muss sich dann auch immer das Hemd ausziehen und alles, ne? Und dann muss sie ihre Hupen gegen die Scheibe drücken, so als Identifizierungsgedöns. Und dann macht so ein Scanner, scannt das und sagt, ah, das ist der richtige Mops. Und dann erst geht die Scheibe wieder runter, ne? Innovation und so, ne? Ja, ihr könnt auch bald auf meinem Kanal die Bronzemitgliedschaft bekommen, ne? Ist ganz einfach. Was ist denn das? Das Geld? Ja. Oh, ich hab Geld. 22 Cent. Huh, das leg ich an. Ja, wer ab 100 € spenden, kriegt jeder Bronzestatus, ne? Das heißt, ihr dürft dann im Chat eine Minute lang chatten. Dann gibt es noch Silber, Mitgliedschaft ab 200 €. Dann dürft ihr sogar Smileys benutzen. Und Goldstatus, alles über 300 € den Leuten antworte ich vielleicht auch. Oder auch nicht. Ja, das ist dann immer so zufallsabhängig, je nachdem, was ich für Tag habe. Ob ich Lust habe oder nicht. Ja, aber 300 € und so. Ja, nee, ist natürlich Spaß. Also, man muss das ja immer hinterher sagen. Es gibt da Leute, die kapieren keinen Sarkasmus. Ne? Ah, oh, das ist schlimm. Was mich ja wundert, ja, dass mein Boxsack immer noch hängt, ne, obwohl ich da dagegen wuchte und mich dranhänge und rumschaukle. Das wundert mich echt. Ah, jetzt krabbelt es mich überall. Ja, das ist immer so, wenn ich irgendwie was gemacht habe, so, mich fängt es dann an zu krabbeln, ne? Also ich habe mich jetzt hier nicht totgeschwitzt oder sowas, aber irgendwie krabbelt es mich dann immer. Da juckt mir richtig die Pflaume. Nee, warte mal. Ah, was ist denn das? Ach, ich will es gar nicht wissen. Ich werde es dann merken, wenn es zu spät ist. Man weiß es ja, wie es läuft. So, ja. Dann könnt ihr auch gleich mal sehen, wie das aussieht hier, mein Kränzkrän, ne? Wie doof das hier eigentlich gemacht ist. Aber es geht nicht anders. Ja? Egal, wie ich es mache, wenn ich die Kamera jetzt direkt hier auf dem Bildschirm drauf mache, ja, habe ich das Problem hinter mir, wo der Boxsack steht. Ne? Da funktioniert das auch nicht. Weil, Lampe, habt ihr ja gerade gesehen hier, das Ding. Ja, jetzt hält. Ja. Was ist denn das hier? Oh, ein Dreibein, hä? Die instabilste Form
eines Ständers. Da sieht man, dass das wieder von Männern gemacht wurde. Ne? Männer, drei Beine, zwei Beine in Lulu. Ne? Funktioniert einfach nicht das Prinzip. Ne? Wird das eine Frau machen, die würde sagen, ach komm, wir machen es wie bei einem Hocker. Ne? Vier Beine. Und dann steht das. Ne? Aber es machen ja leider keine Frauen sowas. Ne? Frauen sollten viel mehr in der Architektur arbeiten. Ne? Guck dir an hier, Leipzig. Unser Bildermuseum. Ein viereckiger Klotz. Und das hat dann was mit Kunst zu tun, oder was? Wenn ich in ein Museum reingehe, da will ich schon von draußen sehen, dass es ein Museum ist und nicht einfach so ein Rechteck. Das kann ich auch selber machen. Diese Architekten kriegen Millionen im Jahr. Hä? Und was machen sie? Ihre Bauklötzchen abbauschen. Hä? Und dann, oh, Google baut das. Ja, weil der Auftraggeber sagt, ja, wir wollen es nicht schön, wir wollen es billig haben. Scheißegal, verschandeln wir der Altstadt. Hauptsache billig, ne? Aber Haufen Geld damit verdienen wollen dann, ne? Ja, so funktioniert das nicht. Hässlich. Hässlichkeit gewinnt keine Preise. Oder? Na gut, beim Essen ist mir das egal, wie es vorher ausgesehen hat. Aber trotzdem, ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Oder? Genau, es kommt auf die inneren Werte drauf an. Das ist wahrscheinlich die Kunst an unserem Bildermuseum. Von außen potten hässlich, ne? Aber innen ist dann wahrscheinlich so der ganze hübsche Bums. Das kann ich ja schön sehen. Ich bin da wahrscheinlich eine ganz große Sache auf der Spur. Aber ich war da noch nie drin, weil warum soll ich ins Museum gehen? Ich kann mir die Bilder auch online angucken. Und, ja, Kunst. Tut mir leid, ich habe Geist in der Bude, das passiert mal. Ja, wenn ich das, ne? Das ist halt so. Dreibein, du verficktest Scheiße, Mann! Weißt du was? Du dussische Lampe, ja? Wenn du schon einen Anschlag auf mich vorhast, ja, dann trink gefälligst Zielwasser. Geh unter die Dusche, da ist Zielwasser, viel Spaß. Aber vergiss nicht, Strom einzustöpseln in dich. Du dussische Sau! Wo warst du denn geblieben? Ach ja, guten Morgen. Keine Angst, das passiert jeden Tag hier, ja. Es fällt immer irgendwas um oder es ist irgendwas weg. Immer ist irgendwas. Ich kenn's gar nicht anders. Oder es kleckert irgendwas. Oder wie gestern früh, ich stehe auf, die Katze. Ja, und ich dann, wo ist es? Genau, da wo ich reinlaufe. Die kotzt mir immer vor die Füße. Erstaunlicherweise immer bloß, nachdem sie ihr eigenes Katzenfutter gegessen hat. Ne? Aber wenn sie von mir was frisst, ne? Ein bisschen Käse oder Schinken, also nicht von mir, von meinem Körper, sondern von dem, was ich aus dem Kühlschrank raushole, das frisst sie. Ohne zu kotzen. Früher nach dem Krieg, meine Mutter, meine Oma, die müssten hier Katzen fressen und schusseln. Scheiße. Das war nicht so appetitlich, aber heute verkaufen sie's. Guck dir an im Laden. Das Brot, das Abgepackte. Das ist doch übles Leder. Von Deichmann. Nö. Abgelatscht ist das. Das ist doch kein Brot. Vom Brot. Hör doch auf. Jetzt asche ich mich auch noch voll. Die Asche ist eh nicht mehr das, was immer war. Kaffeesatz. Ab in die Haare, verlängert Haarwachstum. Wo denn? Aber nicht so rum, Dr. Klink. Guck mal deine Haare an. Wenn du sitzt hier, sortiere mal, was hier rumliegt. Kartoffelschäler. Könnt ihr Kartoffeln schälen? Deswegen heißt das ein Kartoffelschäler. Nicht Bananenschäler. Was das für Dinge ist hier? Warum sind das so spitze? Wahrscheinlich Spitzenprodukt. Dann hab ich noch hier eine Taschenlampe. Falls ich unerwartet mal eine Einleuchtung hab. Nö. Und hier? Für die nächste Apokalypse. Kennt ihr Fallout? Da war auch Apokalypse. Da haben sie kein Geld mehr. Da bezahlen sie mit Grüngurken. Die sammle ich eh schon. Aber Plaste.
Ne? Plastik ohne Laste, das wird dann wieder so Ostding. Im Osten bezahlen wir dann mit Plastik und der Westen nimmt den metallgrünen Gurken. Glaubst denn du? Dann, weil ich stinke, hab ich noch Deo. Da hab ich eh mal Brunos Banane. Was? Mann, die Bulle ist so dunkel. Magnetik, Mann. Es riecht nicht magnetisch. Und dann magischer Mann, Magic Man. Ne? Also, ich riech zum Teil magisch und zum Teil magnetisch. Nö. Und wenn das alles nicht mehr hilft, hab ich Insektenspray. Also das, weißt du, dann juckt's ja nicht mehr auf den Kopf. Hab ich für meinen Mund, Gulli. Das zutsch ich so immer. Mit Wasser verdünnt hilft dann nicht. Und weil ich dann gleich frühstücke, verstehst du mich? Kaufst dann Brötchen und dann gibt's die, was mal Toast. Toast, heute ist Toasttag. Und Toasttag gibt's Brötchen, gibt's Toast. Und da gibt's Bienenhonig, ja logisch. Regenwürmer haben kein Honig, deswegen ist Bienenhonig, weil sie Bienen machen. Ne? Da muss man erst mal drauf kommen. Den hab ich geschenkt gekriegt zu Weihnachten. Ne? Bienenhonig, Bienenglück. Ja, da hatten die Bienenglück. Das ist wie mit Kinderschokolade. Denkst du, warum wir so wenig Schwänze haben und so viel Kinderschokolade? Ja, denk mal drüber nach, dann kommst du auf die Lesung. Ne? Ne wahr? Was ist das? Dann hab ich noch so... Nee. Das ist langweilig. Dann hab ich noch so... Dann hab ich noch so eine Rakete. Ne? Das kann man zum Liebe machen benutzen. Ja, das riecht wie die Frau Rüttle früher. Wir hatten ja früher im Kindergarten, ne, da lag man ja fast auf dem Boden beim Mittagsschlaf. Und da ging auch immer die Kindergärtnerin rum und hat geguckt, ob wir schlafen oder nicht im Schlaf erstickt sind. Und die hatte immer so einen komischen Rock an und unter dem Rock, da kam ein ganz schöner Harry raus. So riecht das. Riecht und gewinnt den Duft und so. Magic Woman. Fresh Fish. Ja, mehr hab's nicht. Ich bin arm. Dann hab's hier noch meinen Nagelklipser. Ne? Das ist schon stumpf. Und dann musst du rubben. Der Nagel geht sonst nicht ab. Also der soll ja auch nicht ab, aber weißt du, das was übersteht. Überm Nagel. Der Übernagel. Verstehst du? Das kriegst du gar nicht ab mit dem knäblichen Vieh. Das ist ja gar nicht für Männer gemacht. Ja. Man geht ja davon aus, dass die Männer einen Kratzbaum haben, weißt du? Weil die Männer dann so ihre Beine schaben. Ja, so ist das. Die denken nicht nach, wenn sie was herstellen. Die jauchen. Jetzt ruhig noch eine. Und dann hau ich mich in die Dusche. Vielleicht mach ich diesmal sogar das Wasser an. Man gönnt's ja sonst nicht. Weißt du, wie teuer das ist? Heißes Wasser. Warmes Wasser war damals schon teuer. Haben wir einen Tauchsieder in die Wanne gestoppt. Weil Strom war damals noch billig. 8 Mark im Monat. Und da kannst du in jedem Zimmer 3 Tannenbäume stellen. Und am Ende des Jahres wird's billiger, weil du so wenig verbraucht hast. Heute kannst du sparen, es wird immer teurer. Dann sagst du noch, du musst wechseln.
Ja, was, die Glühbirne? Nie ein Anbieter. Ja, dann wird's üblich billiger. Sein Käse. So. Kaffee. Sech Euro, weißt du? Und ich finde mein Jack Brooks Hemd nicht mehr von dem Spinner. Weißt du, der immer so diese Scum-Videos macht. Ist der Rumlaber der Vögel. Willkommen zu Scum. Was soll denn das für ein Deutsch sein, Junge? Quatsch doch mal nicht so ein Mist. Ich war 3 Jahre in Vietnam. Verstehst du mich? Ich hab mich dort im Wald verlaufen, aber pst. Scheiß Urlaub. Billigbuch. Unter 1 Million im Jahr, da würd ich mich noch nicht mal aus meinem vollgeschissenen Bett rausdrehen. Nö, sagst du immer was? Der Opa muss mal gucken, ob er noch Tabletten hat. Guck dir die Haare schon mal an hier. Ich kann ja bei Planet Affen mitspielen. Als Angora-Affe. Escitalopram. Hey Mann. Da kriegst du gleich Heuschnüppen, wenn ich das schon höre. Ja, die Kniften muss ich mir neidrücken. Krieg immer so ein Zäpfchen ins Arschloch rein, du. Diese kleinen Dinger, da böbelst du. Du legst dir die Dinger so auf den Finger, weißt du? Und dann musst du das so an deinen Hintern balancieren. Da musst du erst mal an deinem fetten Arsch vorbeikommen mit dem Finger. Ne? Und dann musst du das richtig neidrücken. Und benutzt ganz dringend hier Gummihandschuhe, ne? Wenn ihr euch so ein Zäpfchen reinschiebt. Nicht, dass er dann hier im Böhler rum und dann guten Tag Mutti und so, weißt du? Das ist unhygienisch. Müsst ihr aufpassen. Könnt ihr Würmer kriechen. Die räumen Ölmarken auf. Ja. Ich werde den rühren, aber ich rühre doch schon eine. Meine Güte! Ich hatte immer eine Brille. Ich finde die aber nicht. Da brauchst du eine Brille. Ich verstehe das nicht. Oh, Feuerzeug. Jetzt weiß ich, wie du dich versteckt hast. Doch, das geht ja noch. Außer wenn ich es brauche. Ich hatte meine Brille. Meine Oma, Gott hab sie selig. Die hatte auch eine Brille. Und die hat sie mal gesucht. Tagelang. Und dann hat sie die im Kühlschrank gefunden. Komisch. Warum erzähle ich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, weil, ne? Ich habe nie was anderes behauptet. Moment. Ich habe hier mein Ding hier. Damit ich so reinpuschle. Ich weiß gar nicht und so. Ach, das ist eigentlich für das Mikrofon hier, ne? Und dann haben wir hier diesen Cockring. Dann machst du den dran. Und dann kannst du nicht festmachen, weil das... Scheiße. Wo ist denn die Schraube? Guckst du? Hier. Nö. Das geht doch nicht fester. Was ist das für ein Käse? Ja, wenn du das feste drehst. Das geht ja nicht fester. Das ist doch Käse. Und wenn du das kleinere nimmst. Das ist zu enge. Das kriegst du ja nämlich ohne Schmuh. Wo sind die andere Schraube hin? Hier bin ich jetzt belebt. So, die Schraube ist weg. Brauchen wir keine. Was ist das für eine Scheiße? Hier passt ja gar nicht. Wieso geht das denn hier ab?
Ein bisschen Gas dran rummachen. So, jetzt merke ich mich aber aus. Ich gehe duschen. Dann nehme ich euch aber nicht mit. Das will ich euch ersparen. Ich sag mal Danke. Oder wie der Kaiser früher gesagt hat, oh, da ist nicht. In dem Falle. Ne, wir alten Leute müssen mal so winken. Hier. Das ist geht gut gegen die Gicht. Adios. Geht denn das hier aus? Ich hab keine Brille.